Ende September war ihr grosser Tag. Die Whitney Toiloi wird die jüngste Miss Schweiz aller Zeiten. Doch schauen wir zuerst einmal zurück. Nur wenige Wochen vor der Wahl wirkt Whitney beim grossen Missentest der Schweizer Illustrierten noch eher unsicher. Also Whitney, wenn du Miss Schweiz wirst, was willst du unbedingt mal machen, wo du vorher die Möglichkeit nie dazu gehabt hättest? Ich werde eine schöne Reise mit meiner Familie nach Australien fahren. Reisen ist für uns eine wichtige Reise. Sache, pardon! Adios, Lady! Auch gekommen! Zwar nicht in Australien, aber immerhin in Lugano posiert sie am Tag nach der grossen Wahl exklusiv für die Schweizer Illustrierten. Mit dabei auch ihr Freund Karim. Er ist ihre grosse Stütze, denn Whitney hat grossen Respekt vor dem Missjahr. Vor allem ihre Familie nicht mehr zu sehen. Das ist meine große Angst. Aber wir müssen telefonieren und wenn ich habe einen kleinen Moment, ich muss mit meiner Familie passieren, ja. Ihre Familie hat sie tatsächlich nicht viel gesehen, denn in der Schweiz heisst auch viel arbeiten. Und so geht es schon in den ersten Wochen von Shooting zu Shooting. Vor der Kamera ist die 18-Jährige voll der Profi. In Gedanken aber ist sie immer bei ihrem Freund, Karim. Für mich, er ist nicht nur ein Freund. Es ist sehr speziell mit ihm und ja, für mich, ich liebe ihn so viel und ja, ich denke, das ist ich pense que c'est la bonne personne. Dass die beiden zusammengehören, haben sie bei der Schweizer Illustrierten Home Story eindrücklich gezeigt. Die beiden sind erst kurz vor der Wahl zusammengekommen und so verbringen die frisch Verliebten jeden freien Moment zusammen und haben darum auch grosse Pläne. Wir reden ab und zu darüber, eine Familie zu gründen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das eher ein Traum. Aber ich bin mir sicher, dass der Karim die richtige Person dafür ist. Vielleicht auch wegen ihrem Schatz ist Whitney bis jetzt eher selten an VIP-Anlässen anzutreffen gewesen, was bei dieser jungen Liebe doch auch verständlich ist.